irgendwo muss dieses Buch doch sein. Der Sebastian hat gesagt, geh einfach auf den Dachboden. Da sind so ein paar Kisten, das siehst du gleich, da ist das Buch. Oh Mensch, was machen wir denn jetzt? Nachher kommen die ganzen Kinder und wir wollen ihnen die Geschichte von Petja und dem Wolf vorlesen und die steht dann im Buch. Wenn wir das nicht haben. Ja, habe ich hier schon geguckt. Was ist das denn? Das glänzt ja wunderschön. Sebastian! Dirk, wo bist du denn? Hier oben! Wo oben? Ja, hier auf dem Dachboden! Ah, auf dem Dachboden! Komm, ich leuchte dir! Komm schnell, ich hab was gefunden! Hey, super, dass du das Buch endlich gefunden hast. Nachher kommen die Kinder und wir wollen ihnen doch die Geschichte. Schau mal hier, was ich Tolles gefunden hab. Was ist denn das? Das ist ein Zauberfernrohr. Zauberfernrohr? Ja, wenn man da durchguckt, kann man in die Zukunft sehen. So. Der kommt immer auf so einen Quatsch, also das ist ja Wahnsinn. Du hast recht, das ist ein Zauberfernrohr. Ich kann die Kinder sehen, die nachher kommen wollen. Was? Ja? Ja! Wow. Sag ich's doch! Ich hab ein... Futuro Visionator aus Silber gefunden. Wir können in die Zukunft sehen. Wir sind reich. Hey, guck mal, so viele Kinder werden nachher kommen. Super, die Bude ist voll nachher. Super, das ist ja die Klasse Laspiraten AD. Ja, A5 A und D. Aber zum Glück sind die jetzt noch nicht da. Ja, wir haben nämlich das Buch noch nicht. Ich wink mal in die Zukunft. Okay. Und dann vielleicht winkt die Zukunft dann zu mir zurück. Ich wink mal in die Zukunft. Oh ja, wir winken. Ja! Die Zukunft winkt. Ja, die sehen nett aus, die Kinder, die nachher kommen. Ja, ich wink auch mal hier in die Zukunft. Ja! Ich kann die Kinder auch ohne dein Futuro-Visio-Dingsbums sehen. Die sehen total nett aus, die Kinder in Ettlingen. Die Kinder sind schon da. Wie, die Kinder sind schon da. Die Kinder sind schon... Da. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sie ablenken. Hallo Kinder, hey, super. Ich habe zwar noch nicht mit euch gerechnet, aber jetzt, wo ihr jetzt schon mal da seid, könnt ihr uns vielleicht erklären, wozu dieses silberne Rohr ist da? Also. Ja, Futuro, naja, Futuro stimmt ja nicht. Ja. Stimmt ja, absolut nicht, ne? Eine Klarinette. Ja, okay. Okay. Was macht man mit einer Klarinette? Spielen. Spielen? Ah, spiel mal Klarinette. Oh, gut. Spiel mal Klarinette. Wie spielt man Klarinette? Ja. Jetzt wird es immer abstruser. Flöte. Ja, das Klarinette jetzt. Flöte. Da bläst man so rein, gell? Flöte. Ich spiel mal Flöte. Ich spiel Flöte, Arthur. Oder Klarinette, je nachdem. Klarinette, ja. Spielen. Ja. Mal hören. Flöte, kleine. Komm. Ich dachte, die hätten es drauf, ja, aber. Ja. Da muss man noch das Mundstück drauf tun und dann so reinblasen. Ah, wie? Mundstück? Was ist das Mundstück? Das könnte da drauf passen. Ey, das passt drauf. Okay. Und jetzt? So. So? Ja. So?
kleine Loch. So? So? Wie? Ja? So wie wenn man in eine Flasche bläst. Ah, so drüber? Mhm. Ah, hast du ja gesagt. Entschuldigung, jetzt verstehe ich es auch. Ah, wie ist eine Flasche so? Wo ist denn? Moment, ich bin noch nicht so weit. Ist ja doch eine Flöte, habe ich ja immer schon gewusst. Ja, ja, klar. Eine Querflöte. Ja, ich dachte immer, das heißt Gewehrflöte. Nee, falsch, Querflöte. Ich weiß doch wieder. Ja, ey, spiel den Kindern mal was vor. Ich suche das Buch. Alles klar, beeil dich. Spiel du den Kindern was vor auf dem Klavier und ich such das Buch. Ja, aber beeil dich, Mensch. Alles klar. Boden von so einem Musikgeschäft sein. Hier sind lauter Musikinstrumente. Die heißt zwar nicht Peter und der Wolf, oder? Ja, guck mal, hier steht, jeder kennt die Geschichte unter dem Namen Peter und der Wolf. Aber der Peter heißt eigentlich Petja, der kommt aus Russland. Okay. Ja, egal. 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 Hier steht auch noch, wenn du das Märchen erzählen willst, brauchst du viele Musikinstrumente. Ja,
So ein Glück. Denn jede Person und jedes Tier wird von einem anderen Musikinstrument dargestellt. Zum Beispiel der Vogel von der Flöte. Ah. Flöte? Ja, die Querflöte. Ja. Das habe ich doch vorhin gelernt. Dann spiele ich mal den Vogel auf der Flöte. Spiel doch mal den Vogel. Die wird auf der Oboe gespielt. Oboe. Probiere ich mal. Komm. Hä? Guck mal. Das war der Schwan, den du gespielt hast. Ach, hier die Oboe. Die Ente. Ja, die Ente. Ente. Federfuhl-Ente. Ja, ja, Entschuldigung. Also. Ente. Die Katze erklingt auf der Klarinette. K wie Katze, Klarinette. Der Großvater erklingt auf dem großen Instrument da, dem Fagott. Man hört ihn heranhumpeln, der ist nämlich schon ein bisschen älter. Und der Wolf? Der Wolf. Nicht den Wolf. Nicht den Wolf. Du bist gut. Sollen wir etwa die Geschichte von dem Wolf, der dann doch nicht kam, erzählen? Wir wollen nicht den großen, grauen, grässlichen Wolf hören. Natürlich wollen sie den Wolf. Ihr wollt nicht den Wolf hören? Ja. Wollt ihr den Wolf hören? Ja! Wer spielt denn Petja? Ah, der strahlende Held Petja wird auf jubilierenden Geigen gespielt. Da hol mal die Geigen. Okay. Geigen? Ja. Gute Idee. Dann hol ich mal die Geigen. Du kannst auch die Violinen holen von mir aus. Violinen könnte ich auch holen? Ja. Lass mal. Ich habe eine bessere Idee. Kinder, wir haben keine Geigen. Ihr müsst uns helfen. Immer wenn Petja auftritt, dann singen wir zusammen das Lied von Petja. Wir singen es euch mal vor. Petja, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen Wolf besiegen. Ja, hab keine Furcht, ich weiß genau, mit deinen Freunden wirst du den Wolf schon kriegen.
ja mitsingen. Petja, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen Wolf besiegen. Sagen wir es zusammen. Petja, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen Wolf besiegen. Und dann, Petja, hab keine Furcht, ich weiß genau, mit deinen Freunden wirst du den Wolf schon kriegen. Petja, hab keine Furcht, ich weiß genau, mit deinen Freunden wirst du den Wolf schon kriegen. Sag das Ganze nochmal. Petja, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen Wolf besiegen. Petja, hab keine Furcht, ich weiß genau, mit deinen Freunden wirst du den Wolf schon kriegen. Petja, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen Wolf besiegen. Petja, hab keine Furcht, ich weiß genau, mit deinen Freunden wirst du den Wolf schon kriegen. Nochmal. Petja, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen genau mit deinen Freunden wirst du den Wolf schon kriegen. Sollen wir mal ein bisschen leiser singen? Die sind ganz laut. Jawohl. Petja und der Wolf, ein musikalisches Märchen von dem russischen Komponisten Sergei Prokofjew. Eines Morgens öffnete Petja das Gartentor und lief hinaus auf die große grüne Wiese. Thank you.
darauf kam eine Ente angebatschelt. Sie freute sich, dass Petja das Gartentor offen gelassen hatte und nahm sich vor, auf dem Teich auf der Wiese ein Bad zu nehmen. Kleine Vogel die Ente sah, flog er zu ihr hinab und setzte sich ins Gras und plusterte sich auf. Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst? Doch die Ente erwiderte: Für einen Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst. Daraufhin ließ sie sich empört ins Wasser plumpsen. So stritten sie noch eine Weile miteinander. Die Ente schwamm auf dem Teich und der kleine Vogel hüpfte am Ufer hin und her. Plötzlich machte Petja große Augen. Da schlich doch die Katze durchs Gras heran. Der Großvater kam aus dem Haus. Er ärgerte sich, dass
Petja das Gartentor offen gelassen hatte und allein auf die Wiese gelaufen war. Das ist gefährlich. Wenn nun der große graue Wolf aus dem Wald kommt, was dann? Petja bei der Hand, ging mit ihm in den Garten zurück und machte das Tor fest zu. Petja fort, da kam aus dem Wald der große graue Wolf. Suchte wegzurennen. Musik
Doch wie schnell sie auch rannte, der Wolf war viel schneller. Verschlang sie mit einem Biss. So sah es nun aus. Die Katze saß auf einem Ast. Und der Vogel auf einem anderen. Nah bei der Katze. Und der Wolf strich immer um den Baum herum und starrte mit gierigen Blicken nach oben. Hetja stand die ganze Zeit hinter dem verschlossenen Gartentor, hatte alles mit angesehen. Und er hatte überhaupt keine Angst. Er lief schnell ins Haus, holte ein dickes Seil und kletterte auf die Gartenmauer. Bis über die Mauer. Petja packte den Ast. Und kletterte geschickt in den Baum hinüber. Hinab, sagt Petja zu dem kleinen Vogel und dem Wolf immer um die Schnauze herum. Aber pass auf, dass er dich nicht fängt. Schon fast die Schnauze des Wolfes, während dieser wütend nach ihm schnappte.
Vogel den Wolf ärgerte und wie dieser versuchte, ihn zu fangen. Aber der Vogel war viel zu geschickt und so schnappte der Wolf immer nur ins Leere. Petja eine Schlinge ins Seil gemacht und ließ es vorsichtig hinunter. Er erwischte den Wolf am Schwanz und zog die Schlinge zu. Dass er gefangen war, sprang er wild umher und versuchte, sich loszureißen. Zog sich die Schlinge zu. Schossen sie mit ihren Gewehren. Doch schon gefangen. Helft uns lieber, ihn in den Zoo zu bringen. Thank you.
euch den Triumphzug vor. Nicht gefangen hätte, was dann? Wolf hatte sie in der Eile lebendig hinuntergeschluckt. Aus. Aus? Ja, aus. Ja, aber so.
kann es doch nicht enden. Ja, aber hier steht nichts mehr. Hier ist die Geschichte aus. Guck, ich lese das vor. Denn der Wolf hatte sie in seiner Gier lebendig hinuntergeschlungen. Und dann? Leere Seite. Ja, aus. Aber was passiert denn jetzt mit der Ente? Die kann doch nicht die ganze Zeit im Bauch des Wolfes bleiben. Da ist es dunkel und es kriegt keine Luft und außerdem kriegt sie vielleicht mal Hunger. Und der arme Wolf. Der arme, arme, arme Wolf. Ja, jetzt sitzt die ganze Zeit so eine Ente im Bauch rum und die quakt den ganzen Tag und blustert sich auf und... Da wärst du ja Wahnsinn. Furchtbar. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie könnte die Geschichte enden? Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee? Du hast die Idee. Dass alle dann wirklich zu Ende leben. Der Wolf ist dann entweder wird freigelassen oder er wird gezogen gesteckt. Und wie kriegt man denen dazu, die Ente wieder herzugeben? Du wolltest was anderes sagen. Ja, ja, sag was anderes. Zum Beispiel, oder sie betäuben, also oder sie geben ihnen eine Betäubungsspritze beim Tierarzt und so kommen die Ente raus. Ja, ja. Ja, Ärzte können sowas. Betäubungsspritze finde ich gut. Ja, ja, ja. Oder? Und dann kommt sie raus, vielleicht. Ja. Eine Massage. Okay. Wenn man, wie wenn man zu viel gegessen hat, dann so, okay. Ja. Was habt ihr? Also, man könnte die Wolf auf den Rücken legen, dann drauf springen. Vielleicht bitte irgendwie. Das ist ja nur eine Ente. Das ist ja cool. Apfelmittel. Apfelmittel. Aha. Ja, und dann? Das wird aber ein langer Weg. Okay. Und dann hoffen, dass alle danach noch fröhlich sind. Okay. Durch Teleportation. Bitte? Durch Teleportation. Ah. Ah, okay. Der Physiker spricht. Okay. Mama hat noch keine Enten teleportieren können. Ich bin für die Operation, oder? Welche Operation? Die Operation vom Tierarzt. Also ich fand das schon auch, das klang so am humansten. Ja. So, und da ist bestimmt auch sauber. Genau, und dann steril. Ja. Und hygienisch. Nicht so wie mit dem Apfelmittel, finde ich. Ja, schön. Ja, genau. Ja, da kriegen die noch Vitamine und so, dann werden die auch unter ärztlicher Aufsicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Ente gut, alles gut. Gut, also, wir haben alle Tiere gerettet. Wir sind auch schon fast am Ende der Geschichte. Wir singen noch einmal gemeinsam das Peterlied. Aber kräftig. Ja, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen Wolf besiegen. Peter, hab keine Furcht, ich weiß genau, mit deinen Freunden wirst du den Wolf schon kriegen. Peter, hab keine Angst, du bist so schlau, du würdest selbst den bösen Wolf besiegen. Gemacht, du hast gesagt, dass du ein bisschen spielen bist, vor ein paar Jahren.